Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Wir sind unten. Und mit unten meine ich wirklich ganz tief in den Katakomben von Aperture Science. Und das ist eine riesige Anlage. Eine kaputte Anlage. So gesehen nur noch die Müllhalde von Aperture Science. Aber wo sind wir? Wo sind wir? Und was passiert über uns? Was hat Wheatley geplant? Alles am Brennen. Die Lichter sind auch noch alle an. Das kratzt langsam richtig im Hals. Ist mir egal, für meine Fans. So, alter Schwede. Sehr, sehr groß. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hin muss. Muss ich erstmal... Ich glaube, ich muss hier runter. Wo sind wir? Keep out. Do not enter. Condemnment testing area. Warning. Ich glaube, hier kommt jetzt die geheime Seite, die schreckliche Seite. Warning. This enrichment shaft may contain unsafe quantities of cosmic ray spallation element. Es geht wirklich auf die Stimme. Vitrification Order. 1961. Ich glaube, die Frage ist nicht mehr, wo sind wir, sondern wann sind wir? Keep out. Warning. Do not enter. Hier will uns jemand wirklich darauf hinweisen, dass wir hier eigentlich nicht rein sollen. Und ab jetzt, kleiner Tipp, ab jetzt beginnt die Story erst richtig. So wie ich finde. Ich muss ja irgendwie jetzt erstmal die Zeit füllen. Es ist ein sehr langer Weg. So, wo sind wir? Am Hebel ziehen. Was? Es will wirklich jemand verhindern, dass wir hier nicht weitergehen. Wer sonst baut so einen dicken Klodeckel? Was verbirgt sich dahinter? Man weiß es nicht. Man kann es nur munkeln. Ich hab's geschafft. Danger. In the event of flooding, seek air pockets. Ich glaube, da muss man ein Portal da hinten setzen und eins hier, weil das, glaube ich, zeitgesteuert ist. So. Zack. Einmal hier. Und einmal hier. Und was passiert jetzt? Ich dachte schon. Das Tor öffnet sich. Was befindet sich dahinter? Echt jetzt? Also... Jetzt mal ehrlich, ne? Ich baue ja alles schön spannend auf, ne? Spreche extra meine Stimmbänder hier kaputt. Und dann öffnet sich dieses scheiß Klodeckelding, dieses riesige Viech, weißt du? Und was ist dahinter? Eine kleine Kack-Pisthöhe. Mit einem Stuhl und einem Hocker. Mann,
Mann, Mann, Mann. So enttäuscht bin ich. Ich habe einen trockenen Hals. Gott sei Dank kommt jetzt gerade ein Ladescreen. Woher kommt das wohl? Tiefe Stimme. So. Jetzt bin ich wieder flüssig. Ach ja. Dann gehen wir hier mal weiter. Caution. Do not reeling on. Lean on reeling. Entschuldigung. Danger. Wo sind wir? Was ist das? Oh mein Gott. Was zur Hölle? Ein altes Aperture-Logo? Und was zur Hölle ist das? Treppen. Nach oben. 1952. Astronauten, Kriegshelden, Olympiasieger. Wir wollen nur die Besten und darum seid ihr hier. Also, wer stellt sich der Forschung zur Verfügung? Aber ja. Ihr habt euch auf der Fahrt hierher schon kennengelernt. Erlaubt, dass ich mich kurz vorstelle. Ich bin Cave Johnson. Mir gehört die Firma. Die nette Stimme von vorhin gehört Carolyn, meiner Assistentin. Sie hat euer Honorar bereits an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl überwiesen. Stimmt doch, Carolyn. Forschung zur Verfügung. Ja, Sir, Mr. Johnson. Sie ist das Rückgrat dieser Firma. Und hübsch obendrein, aber leider schon vergeben. Sie gehört der Wissenschaft. Cave Johnson und Carolyn. Merkt euch diese Namen. Mainlift to Surface. Sublevel 193. Notice. Please excuse the inconvenience. This elevator is out of service until forever. Und welcome to the future of tomorrow. Aperture Science Innovators. East 1947. Hier sind die, was waren das, Astronauten, Kriegshelden oder Olympiasieger entlanggeschritten, haben das große Aperture-Logo gesehen, sind dann hier rüber und kamen nicht weiter, weil die Brücke zerstört ist. Aber, so wie es aussieht, müssen wir uns rüberschleudern. Allerdings nicht so, so. Und zwar, wer hat denn da die Schräge? Und ich habe auch gesehen, dass da dieses Loch frei geworden ist. Hahaha, er hat Loch gesagt. Allerdings müssen wir uns durch dieses Loch schleudern. Und dann können wir hier weiter. Bei uns werden täglich tausende von Tests durchgeführt. Die kann ich nicht alle persönlich beaufsichtigen. Darum habe ich diese Nachrichten aufgenommen. Damit kann ich auf alle Fragen und Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen könnten. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzwingen, ab. Alle, die heute das Rückstoßgel für uns testen, folgen bitte der blauen Linie auf dem Boden. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbeterinnen DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Du merkst von selbst, wenn der Test losgeht. Das war nochmal der nette Herr Cave Johnson. Und hier haben wir die modernsten Computer und die modernsten Telefone. Ja, hallo. Ja, Mutti, ich bin heil angekommen hier im Hotel. Ja, ja, ist ganz nett. Die Scheiben sind zwar ein bisschen dreckig, aber ansonsten ist er, die Mitarbeiter sind nett und ich wurde hier schon ganz lieb begrüßt.
Ich kann gegen Gottesanbeterinnen kämpfen. Das ist tipptopp. Okay, tschüss. So. Welcome, test subject. Please sign in with the receptionist before proceeding to the lounge. Ja, hallo. Ich habe mich ja gerade schon angemeldet. Ich war kurz telefonieren. Ich gehe dann jetzt rein. Ja, tschüss, Ursula. So, hier sind auch nette Zigaretten. Und hier ist Cave Johnson. Local Entrepreneur by Salt Mind. Best New Science Company, Aperture Science. Spirit of Idaho. Shower Curtain Salesman. Okay, der Cave Johnson war wohl, bevor er sich hier das alles errichtet hat, hat Duschvorhänge ans Militär verkauft. Und damit war er wohl so erfolgreich, bis er sich irgendwann gesagt hat, so, ich kaufe mir jetzt mal diese Salzmine, in der wir uns gerade befinden, und baue dort Aperture Science. So weit, so gut. Aber diese Tests... Please wait for attempt to begin the lift. Thank you. No problem, my dear. You're welcome. Und wir steigen jetzt hinauf. Immer weiter hinauf. Da kommt unsere Etage. Doch nicht. Da kommt unsere Etage. Alter, ist das ein fettes Ding. Ja, jetzt noch Ansicht vergrößern, wa? Passt ja, passt ja. Aha, da hinten ist was. Geh mal hier hin. Retreat, okay. Wenn du dich schneidest und dir auffällt, dass jetzt Benzin in deinen Adern fließt, ist das völlig normal. Wir haben dich einem unsichtbaren Laser ausgesetzt, der Blut in Benzin umwandelt. Es bedeutet also nur, dass der Laser funktioniert. What? You're kidding, huh? Wenn du nach dem nächsten Test zur Toilette musst, sag einem Mitarbeiter Bescheid. Denn höchstwahrscheinlich wirst du in irgendeiner Form Cola ausscheiden. Das ist nur ein vorübergehender Effekt. Wenn er aber länger als eine Woche anhält, besteht Grund zur Sorge. In dem Fall benachrichtige uns bitte umgehend. Was macht er für Tests? Für die Dauer des nächsten Tests richten wir einen Supraleiter mit voller Kraft auf dich. Das ist pure Grundlagenforschung. Wozu es gut ist, wissen wir nicht. Vielleicht passiert gar nichts. Im besten Fall verfügst du hinterher über Superkräfte. Im schlimmsten Fall über Tumore, aber die schneiden wir wieder raus. Okay, Cave Johnson ist bekloppt. Ich glaube schon, ich weiß schon, was ich tun muss. Und zwar, es war ja gerade unten noch eine andere Etage. Ich glaube, von hier aus kann ich runterspringen. Adios. Ups, adios, amigos. Yeah, adios, adios. Tschüss. Yippie! Pumpstation Alpha. Know your allergens. Pollen, was steht da? Animal dander, plastics and antimatter. Know your hazardous material. Don't touch anything unfamiliar. Know your chemical hazards. Don't inhale. Aha, da startet ein Pümpchen. Ein klitzekleines. Ach, guck mal. Ich bin richtig. So. Es heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so bei Aperture. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Ach, das ist ja super. Das finde ich klasse. Apropos, ich hätte es vielleicht früher als Info raushauen sollen. Solange hier mein Besuch noch da ist, muss ich mich gerade ein bisschen einschränken, was die Aufnahme angeht.
Und weil ich ja auch schon mittlerweile Portal 2 um 15 Uhr und Batman um 16 Uhr raushaue, einfach weil aus dem Grund, weil Portal 2 Hauptstory. Batman sind wir bereits mit der Hauptstory durch. Ich ist nur noch für nebensächliche Interessenten, weshalb es auch schon ein bisschen später kommt. Leider musste in diesem Fall auch Batman die Entscheidung sein, was ich jetzt gerade erstmal nicht weiter Let's Playe, weil ich befinde mich gerade in der Vorproduktion und zwar rein für Portal. Dies ist schon zeitaufwendig genug. Deshalb muss ich leider Batman für kurzen ausfallen lassen. Es geht, sobald der Besuch wieder weg ist, weiter und naja, das ist die hier bis zum ersten. Deswegen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, weil ich zu oft auf die Uhr gucke. Weil ich vernünftig, also pünktlich Schluss. So, erstmal weiter. Okay, fangen wir an. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Haha, ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagen die im Labor. Okay. Remember, this test is unavailable without an Aperture Science Portable Quantum Tunneling Device. If you have not received one, please find a test associate before participation. Participation in any Chef 09 Enrichment Activities. So. Repulsion Gel was Aperture's first attempt to create a detetic pudding sub. Bei mir, nein, das ist so verpixelt. Bei mir ist das richtig schwer dann zu lesen. Also, meine Augen. It's true, the Gel has sweeter, slightly less toxic form insulation better food items to blah 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 length blah blah and out of there blah blah kann ich kaum lesen. Reason this project was pull it from shelves und darunter kann ich gar nicht. Repulsion funktioniert so. Trampolin. Der Knopf auf der Tür. Wir müssen darüber. Und der Vorteil ist, man hüpft immer so hoch, wie man springt. Sprich, ich kann jetzt hier den Tür holen. So, jetzt. Alte Prinzip. Drauf. Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Okay, gut zu wissen. Okay. Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Bleiunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Okay, gut zu wissen. Ach ja, ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach so... Verdammt! Arsch. Warum geht der hier nicht? Du Penner! So. Das habt ihr jetzt einfach mal alles nicht gehört. Dann hüpft. Der Patrick der Kill schafft hat, aber ich nicht. Klar. So. Macht was? Das. Einfach mal probieren.
Oh, Tatsache. Oh, das liebe ich. Yeah. So. Zack. Okay. Das wollte ich gerade. Das wollte ich. Und da ist Exit. Geil, ey, hab mich getroffen. So. Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Heißt? Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Ich dachte, es kommt schon kein Ladebildschirm. Leute? Ich beende diese Folge für heute. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Lasst einen Daumen oben da, wenn sie euch gefallen hat. Vergesst nicht die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Portal 2. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Immer schön lächeln. Ist das Knöpfchen? Ja. Tschüss.